Und damit ein herzliches Willkommen unter unserem weiteren Part Let's Play Spider-Man Miles Morales. Ich bin irgendwie noch im letzten Spider-Man. Spider-Man 2 natürlich, liebe Leute. Ihr seht, unser Anzug ist schon wieder ganz schön kaputt. Er wurde beim letzten Mal ein bisschen flambiert. Dabei hatten wir beim letzten Mal eigentlich einen relativ schönen Part. Wir haben hier Harry getroffen, der hier seine wunderschöne Stiftung hier gezeigt hat, die er hier das Leben von vielen Menschen verbessern will. Also noch eine Kistel. Und das war schön zu sehen, er hat hier Peter auch einen Job angeboten und zusammen wollen sie das machen, was sie schon in ihrer Jugend machen wollten. Die Welt nämlich ein Stückchen besser machen. So, so viel Prowler Tech. Wir können mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, ich muss meinen Anzug wieder wechseln. Doch nicht den gelben. Ich switch einfach gerne besser rum. So, wir gehen nämlich hier in die Skillpunkte. Wie sieht's denn hier aus? Leben. Leben ist gar nicht schlecht. Der Kauf einer Anzugmodifikation gewährt dir Zugriff auf beide Modifikationen der Gruppe. Pro Gruppe kann nur eine Modifikation sein, aber Modifikationen können jederzeit getauscht werden. Also ich kann entweder die oder die. Jede perfekte Ausweichmanöver gewährt dir eine Heilung. Erfolgreiches Parieren gewährt dir ein wenig Heilung. Nee, das da. So. Ah, Technikteile fehlen uns jetzt. Aber okay. Geräte wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen, da werde ich jetzt auch nichts haben. Aber okay, dafür haben wir saumäßig viel Fertigkeitspunkte. Also 3. Komm, wir es machen. Spider-Sturm. So. Mach mal. Wie cool das einfach aussieht. So, hier. Mit Mais haben wir eh schon mehr investiert. Parieren Netzschuss. Kombo auffüllen. Gewährt. Eine Chance auf ein gratis Netzschuss. Nee, ist nicht so. Looping. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sieht so cool aus, aber ich kann nicht die ganze Zeit solche machen. In der Luft nach unten zu werfen und die Gegner auftauen. Oh, das ist cool. Das ist eine coole Fähigkeit. Das kaufen wir uns. Dann habe ich noch einen Skillpunkt und den kriegt auch Petey. Schade, dass ich hier noch gar nicht skillen kann, aber das ist halt story-relevant. Spider-Shock. Spider-Shock. Oder schwingen. Oh, das kostet 2 Punkte. Verdammt. Dann hätte ich mir doch eher das kaufen sollen. Auf jeden Fall, liebe Leute, wir schauen jetzt mal, was hier unser guter Miles herausgefunden hat. Und fliegen, nicht mehr schwingen, wir fliegen hier zur Williamsbrücke. Vielleicht haben sich Miles und Genki geirrt. Hey, ich bin auf der Brücke. Aber keine Spur von unseren mysteriösen Safari-Piraten. Oh Mann. Und wir waren uns so sicher. Sorry, dass alles umsonst war. Kein Stress. Wir finden sie. Einfach wegschmeißen? Macht man nicht. Okay. Was zum... Wram! Wie ist dein Boss an diese Art von Technik gekommen? Der Jäger weiß, wie man sich tarnt. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. So, zack, weg, weg, weg. Geht's mir nicht so auf den Senkel! Da sieht man gleich mal, dass unser Upgrade sich lohnt. Fliegt ins Wasser! Aber im Ernst, wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Deine Kriminellen? Nicht weit weg. Sie genießen ihre Freiheit. Hoi! Sehr schön. Also, das ist keine befriedigende Antwort. Und was ist das für eine seltsame Tarntechnologie, was die hier drauf haben, Mann? Das sind ihre Super Jetskis. Oh mein Gott, Mann, ich sag ja, Sable war ja ein Witz dagegen von der Technologie. Vielleicht führt
das ja zu antworten. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Aber wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Zeit zur Verfolgung. Alter! Was ist jetzt? Ja. Wow, ist das eine Railgun? Und sie funktioniert? Keine Ahnung, was das war. Ich bin gerade irgendwie in dem Gebäude gebackt. Das war nicht so ein cooles Movement. Gut. Ich habe auch irgendwie keinen Lebensbalken mehr, was ich vielleicht ganz gut finde. Sonst würde ich auch die Blonze bekommen. Ich hoffe, ich habe eine Versicherung. Ist mein Anzug schon wieder kaputt? Noch nicht. Sonne, mein Freund. Nein, 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 nein. Coole Tarntechnik. Darf ich mir das genauer ansehen? Das heißt wohl nein. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Ob mein Anzug deren visuelle Frequenzen identifizieren kann? Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier. Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen. Du verdienst seine Beachtung nicht. Und Scorpion schon? Ist klar. Ich hab ja nichts gegen Kagan. Ich hab ihn nur schon mehrmals fertig gemacht. Schneidet nicht an. Wo ist euer Boss? Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh, ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen! Lass los! Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Wo geht es jetzt hin? Hey, MJ. Hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Supermarkt. Der Besitzer starb letztes Jahr. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken, aber was? Was sind es, Jäger? Okay, liebe Leute, das heißt also... Wir gehen nun auf die Jagd von den Lehrtenhüben und haben schon mal jemanden einen ihrer Unterschlüpfe hier gefunden. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Interessant.
internationale Söldner? Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Echt viel Ausrüstung. Als gäbe es einen Krieg. Oder eine Jagd. Ey, so verwuchert kann das doch hier unmöglich sein, wenn das ein Jahr hier nicht... wenn ein Jahr da kein Besitzer ist, Mann. Craven, der Jäger. Wo wurdest du rekrutiert? Alaska. Ich habe Wilderer in den Park, aber ich war strenger mit ihnen, als meine Chefs wollten. Nach dem 6. Vorfall wurde ich noch für Urlaub. Also habe ich ihr Büro. Komm noch rum. In meiner Wohnung versteckt. Aber dann kam Craven. Hat mir eine richtige Jagd angeboten. Und jetzt bin ich hier. So ist es brav. Ah, verdammt. Hat er es jetzt gesehen? Schlaf gut. Stimmt, da war gerade einer. Zack. Das sind alle. Was haben sie vor? So. Damit haben wir übrigens unser Stealth-Tutorial gehabt, so ganz nebenbei. Und jetzt schauen wir mal, was die hier so vorhaben. Video des Ansitzes von Voll. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Richtig befriedigend ist das nämlich nicht. Aber die Typen, die machen einem echt Angst. Ich sage ja, die Technologie, die sie haben. Das ist das Schlimme an denen. So, hast du auch Hunger? Schlaf dich mal aus. Oh, für mich? Das ist ja lieb. Oh! Oh, stabil und flexibel. Ich könnte... Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv, die Ansätze gesichert. Die Tarnfelder funktionieren. Gut. Senkrechtstarter. Fangdrohnen. Munition. Verpflegung. Ein paar Lieferungen fehlen. Schaube! Jetzt machen wir einen auf Batman mit. Also ich würde sagen, das ist jetzt echt Batman. Die meisten Armeen. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. So, okay, gut. Dann... Schauen wir uns mal da um und schnappen uns hier erstmal den ersten. Jück. Schnell, schnell, schnell. Na, geh nach oben. Alter, wieso kann ich nicht nach oben? Der ist einfach da unten glitscht, Mann. So, jetzt spinnen wir uns mal nach unten. Jupp. Er hat schon immer dort gelebt. Fand er sich gut aus. Er gibt Sinn, aber sein Alter wurde ihm zum Verhängnis. Er war ungeduldig. Wie komme ich jetzt da hin? Da. Wartet. Sieh dich um.
die beste Jagd unseres Lebens. Und jetzt? Vorher waren wir planlos. Aber was war das? Nix, nix, alles gut. Wurdet ihr nämlich schon mal gejagt? Meine werten Freunde? Bereit für die Jagd. Und wie ist er? Batman lässt grüßen. Verrätst dich? Gefahr? Wieso Gefahr? Hallo? Wo ist die Verstärkung? Gib keine Verstärkung, meine Freunde. Okay. Wohin jetzt? Scheint der einzige Weg zu sein. Eine Stinkbombe! Was ist das? Da öffnet uns jetzt irgendein starker Typ an, oder? Nö? Ein Forschungslabor? Was haben wir denn? Oh mein Gott! Lies Maske! Lies alte Gang mit Superkräften. Genau, die haben ihn sehr beobachtet. Das mit seinen Jägern nicht nach. Craven untersucht Lies Blut. Und natürlich das Fiest. Er herausfinden, woher seine Superkräfte kommen. Oder selbst an sie gelangen. Tante May war so stolz auf ihre Arbeit bei Fiest. Dann hat Lee es ordentlich vermasselt. Hoffentlich waren nicht alle seine Werke verdorben. Haben sie ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Das ist doch die von Scorpion, oder? Und kein einziger Kratzer? Kann ich diese Ausrüstung bitte haben? Fast eine exakte Nachbildung. Hat sie auf Schwächen überprüft. Bei Scorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Na, sieh mal einer an. Immer tiefer in den Löwenhort. Craven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Craven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Craven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Der Skorpion soll dich wohl nicht beeindruckt haben. Das würde ich so nicht sagen. Also sie kannte ihn schon. So, Drohne kaputt. Süß, dass er die Drohne nicht kaputt macht. Auch Sicherheit für Drohnen hier. So, okay. Spinnen wir uns hier lang. Ein harter Cocktail. Den hat gerade niemals selbst gemacht. Wer weiß. Aber ich habe ihn für einen. Meine. Und er hat mich überrascht. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Das haben wir am Anfang gleich schon gemerkt, Gargan und halt hier Lee, also Scorpion und Mr. Negative, das sind ja im Endeffekt hier nur so die Anfänge. Kannst du mal ganz kurz da in die andere Richtung schauen? Was war das für ein Geräusch? Irgendwas Seltsames. Träum süß. Und wir wissen ja im Endeffekt, da standen ja noch ganz viele andere Namen drauf. Ich glaube, ganz am Anfang, wir haben Tombstone gesehen. Tombstone haben wir gesehen, Black Cat. Und die goldene Frage ist natürlich, wann er Jagd auf die Spinne macht. Weil, wie gesagt, bis jetzt sind wir nur ein Ärgernis für ihn. Oh mein Gott, ich finde das so krass, wie sie ihn einfach so anteasern, so cramed. Ja, der Ultimative. Der mehr oder weniger ein Monster ist. Gott, da haben wir vier Dudes auf einem Fleck. Da hinten ist, glaube ich, keiner mehr. So, einer weniger. Die zwei. Ja gut, die Person, die können wir locker hier anschnappen. Oh, Stealth macht echt Spaß. Weil es halt so schnell auch ist. Das ist das Coole an dem Spiel. Zack.
Aber man merkt natürlich, es wird auch ein bisschen kniffliger als noch im vorherigen Teilen. Durch hier zum Beispiel diese Drohnen und alles Mögliche. Na gut. Das ist eine gute Idee. Solltest du sofort machen. Alles okay bei dir? Wird schon, oder? Schnell nach unten. Nächster Speer weg. Ganz ruhig. So, ah, es gefällt mir, dass das Stealth hier gerade so gut flutscht. Ich gehe rüber. Hier geht's aber jetzt nicht alle alleine darüber, oder? Was machen sie jetzt? Alter! Boah, ist ja mega gut, Mann! Sie tun sich jetzt hier... Jedes Geräusch führt mich zu meiner Beute. Tun sie jetzt hier sammeln. Bildet einen Kreis. Und anstatt, dass wir sie jetzt aufteilen können, ich meine, so würde ich es ja im echten Leben auch machen, tun sie jetzt sich hier abschotten, was natürlich eine gute Idee ist. Ich werde jetzt immer auseinanderkriegen, denke ich. Hältst du dich für schlau? Zu viele Verluste. Kreisformation. Wer ist es? Spider-Man! So. Wo kamen aber die Dudes her? Eigentlich waren es doch nur noch zwei oder drei. Scheinbar nicht. Komm zu mir hoch. Keine Sorge, ich verliere nicht den Mut. Was? Wo kam denn der? Oh mein Gott, wo die überall auftauchen. So, wo haben wir noch eine noch? Zack! Eingespinnt. Okay. Ja, ich hab am Ende die ganzen Gegner nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich sind die aber auch erst gespawnt, weil ich hier Alarm ausgelöst habe. Okay, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal untersuchen wir weiter hier die Werkstatt von Kraven. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.